All you can eat Buffet. Gute Hunde. Es bleibt Salernum, oder es ist mal wieder Salernum, denn zwischenzeitlich hatten wir auch mal was anderes. Und anders sieht jetzt auch meine Zusammenstellung aus. Denn ich habe einmal Reiterei und zweimal Bellerei. Denn ich will jetzt dann doch sehr gerne mal meine Hunde auf Level 5 bringen. Oder irgendeine Einheit auf Level 5. Boah, hat er jetzt seinen Charge verballert dafür. Nur um als erster vor mir da zu sein. Das ist halt auch Quatsch, denn wird gleich sehen, dass hier ja sich Gegnerzeug ballt. Oh wei, sind nicht so viele. Jetzt weiß ich auch nicht so genau, ob ich's mit der Reiterei mit Hunden aufnehmen kann. Ich guck mir das mal von weitem an. Denn wenn ich irgendwas gelernt habe, dann ist es, man muss nicht gleich als erster da reinballern. Man kann auch mal ein bisschen Abstand halten. Da unten sind Pferde, die sind schon so gut wie down. Dann schnapp ich mir die halt. Das wird hier gemeldet. Achso. Ja, los, über da. Achso, die sind auf der unteren Etage, deshalb habe ich die nicht gesehen. Und direkt mal reinballern. Und jetzt, wo fahrt ihr hin? Wollt ihr noch in Urlaub oder was? Und nochmal umtreten. Und Frenzy. Und dann sind die, glaube ich, erledigt da unten. Schicke ich jetzt meine, ja, Eliminated, schicke ich jetzt meine Hunde da mit dazu. Warum nicht? Hunde gegen Hunde. Schauen wir mal. Die kriegen noch ein Leckerli. Verstehen die sich denn miteinander? Pferde hole ich mal wieder zurück. Aber meine Hunde hole ich auch zurück. Wobei, das hätte gar nicht so, wäre gar nicht so schlecht gewesen. Aber dann kann ich den jetzt hier noch in die Seite fallen. So, dann habe ich hier noch ein bisschen Charge übrig für die. Die anderen Hunde kommen auch noch mit dazu. Jetzt nochmal einmal treten. Tritt auf die Hunde. Aber die können auch nochmal Frenzy haben. Weiß man gar nicht mehr, wem welche Hunde gehören. Hauptsache, die bösen Hunde sterben alle. Ja, die haben wir ganz gut weggemacht. Jetzt dürfte noch die Reste aufessen und jetzt hole ich sie mit zurück. Achso, die sind schon wieder einverleibt. Und weiter geht's. Ja, falls ihr das... Was wollt ihr da immer? Was ist das? Was soll das geblinken? Was ist los mit euch? Nochmal zurückrufen. Wem gehört ihr denn? Die sind gerade etwas verwirrt. Also, nochmal die Bedienung. Man schickt sie los und mit R und dann holt man sie wieder zurück. Ah, die waren nicht zurück. Okay. Ja, dann kommt wieder rein. Also es ist tatsächlich ein bisschen fummelig zu steuern. Aber wenn man weiß, wie es geht, dann geht's. Wie so oft. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch in Richtung Base gehen können. Da hinten, das wäre natürlich ein bisschen Futter. Lanzenträger sind der Sage nach auch gern gesehene Gegner. Denn die Hunde können halt unter den Phalanxen drunter durch. Und das würde ich halt wirklich gerne mal ausprobieren. Aber nicht heute, denn die haben sich wohl vorgenommen, die Base zu verteidigen. Wenn sie das gerne machen wollen, sollen sie das tun. Ich schaue mich hier unten um, denn da sind so ein paar Lanzentypen. Deshalb finde ich auch die Kombination einmal... Wo sind die Hunde hin? Oh, das ist zurückgeholt. Einmal Pferd
Und zweimal Hunde, cool, denn dann hat man genau die Gegengewichte beieinander. Ja gut, aber das hier ist ja alles befriedet. Oh, da rennt er genau in die Speere rein. Oder die Hopliten. Ja, ja, was weiß denn ich. Jemand von euch schreibt immer ganz erzürnt. Warum sagt der immer Lanzen? Das sind doch Hopliten. Ich werde das bei der Gelegenheit dann im Anschluss gleich mal googeln müssen. Was ist denn eigentlich was? Was blinkt da? Während die da oben rummachen, gehe ich mal in die Base. Und gucken, was da so los ist. Ja, das haben die ja hier wohl alles im Griff. Da braucht es mich nicht. Was denn? Ich sehe da nichts. Pferde, ja, gut. Da müsst ihr euch jetzt selber drum kümmern. Ah ja. Die also. Okay, jetzt, ja, dann soll er mal seine Lanzen holen. Und dann sehen wir mal, was mit denen passiert. Ja, nein. Ich will die anderen haben. Ja, mach du deinen Shield Screen. Ich gehe mir... Jetzt muss ich mich aber beeilen, denn im Zweifel... Habt ihr den oben Bescheid gesagt. So, hier. Wollen wir nochmal sehen. Schicken wir erstmal nur einen Haufen los. No prisoners. Nein, das habe ich falsch zurückgerufen. So, und jetzt kann ich den dann hier in den Rücken fallen. Ja. Das haben wir rechtzeitig gesehen. Was geht's denn hier mit den Hunden und den Lanzen? Naja. Hab ich mir geiler vorgestellt. Gehen wir mal treten. Ja, dafür habe ich die hier aber klein gemacht. Alle Flanken, die es da so gibt. Ja, doch, die knabbern die ganz ordentlich weg hier. Ja, schön. Finde ich gut. Oh, die haben die wirklich komplett aufgefressen. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Oh, hier, macht weiter da. All you can eat Buffet. Gute Hunde. Gute Hunde. Also ja, es stimmt. Die Hunde sind das totale Gegenmittel zu den Lanzenträgern. Sehr geil. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wer ist denn... Achso, wenn das markiert ist, dann... Ja. Ja. Komm hier, die schicke ich denen hinterher. Ja gut, gegen die Pferde kann er sich wehren. Aber gegen die Hunde? Ja, die anderen sind stehen geblieben. Muss ich erstmal wieder einverleiben. Ja, geht sie halt holen. Holt. Holt sie halt. Ja, gut, dann kommt ihr halt zurück. Ach, die kann ich ja so weit rausschicken. Oh. Ja, dann müssen wir uns hier nochmal um die kümmern. Ah, jetzt sind sie aber dran. Der ist hier ohne Hunde. Wem gehören die denn? Ah, nein! Das ist halt schon fummelig mit denen. Das muss ich mal sagen. Jetzt ziehe ich die mal alle so ein bisschen auseinander. Und dann renne ich die down. So, und hier schnappt euch die. Und ihr schnappt euch auch die. Ihr tretet mal richtig zu. Ach, die blöden Hunde. Rennen in die falsche Richtung.
Ja, guckt nicht nur so zu. Helft eurem Fürsten. Der hat auch gerade keinen Bock mehr. Deshalb schicken wir ihn mal wieder nach Hause. Aber die haben voll Bock. Ja, killt sie alle. Ja, die muss man jetzt ja nicht unnötig verschwenden. Das kann man ja schön den Hunden überlassen. Oh, wieder Pferde. Die lassen's. Die lassen mir aber auch keine Ruhe da hinten. Kommt er die noch? Kriegt er die noch? Ja. Komm schön. Hinten in die Hinde rein. Und jetzt wurde gerade Davis nochmal treten. What? Pferde getreten. Jetzt kann ich Pferde treten. Oh, was ist denn hier los? So, die Hunde haben da unten aufgefressen. Kommen wir jetzt hier zum Nachtisch ran. Wer kann denn hier nochmal richtig Frenzy geben? Oh, da kommen sie wieder. Was ist denn hier mit den Lanzentypen? Mach doch mal hin da! Da muss ich mich jetzt vielleicht kurz noch hinter den verstecken. Ja, dann bleibt mal alle hier hinten. Stellen wir uns mal hinter die Kollegen. Runde auch wieder zurück. Ah, lauft schneller! Da ist so ein Penner jetzt. Ich habe aber schon maximale Punkte aus der Eroberung rausgeholt. Das heißt, ich stelle mich jetzt hier einfach hinter den. So ein Larry. Ja, jetzt macht er wenigstens mal hier den Durchgang zu. Immer wenn ich mich hinter dem verstecken will, hau da ab. Ah, Herrgott! Herrgott! Nein, falscher Knopf! So, jetzt hier alle nochmal. Ja, ich weiß, ich könnte das natürlich auch. Könnte das natürlich auch mit den Hotkeys machen. Die sind aber so verwirrend, weil jedes Mal ist es irgendwie ein anderer Buchstabe. Ich lasse das jetzt hier einfach mal so wirken. Was ist denn, was ist mit dir eigentlich? Tasting Knight. Was für ein Kackvogel. Jetzt macht der andere noch seine Phalanx an und sticht mir jetzt die Leute weg. Wo läuft der denn jetzt hin? Was ist, wie ist der Level 4 geworden? Ja, ich bleib jetzt nur, gut, Arminius ist eh down. Ah ne, da ist er noch. Da ist er noch. Hier, tritt er höchstpersönlich Pferde um. So, ich finde, Verlierer dieser Runde ist auf jeden Fall Tasting Knight, der halt gar nicht weiß, was man mit seinen Lanzen macht. Wo steht er denn? Ja, trotzdem Platz 2, weil er halt 3000 Punkte aus der Eroberung der Base rausgeholt hat. Aber gut. Sei ihm gegönnt. Jetzt gibt es irgendwo hier noch zwei einsame Bogenschützen, die hier rumstehen. Aber die, denen sei das Überleben gegönnt. Und uns der Sieg. Tatsächlich kostet das ja Instandhaltungskohle. Wenn man Einheiten verliert, muss man dann mit Silber bezahlen. Aber wenn ihr mal schaut, was ich da noch an Silber habe. Über 1 Million Silber. Also da kann man schon ein bisschen mit haushalten. Denn tatsächlich, die Währung verstehe ich gar nicht so richtig. Man kann kaum was damit machen. Ich hätte gerne mit dem Silber mir Free XP gekauft oder Ausrüstungsgegenstände. Aber nein, aber nein. Stattdessen spare ich weiterhin auf die nächste Stufe der Kampfhunde, damit ich Stufe 5 habe und damit ich eben auch mit meinem
Commander Aminus, der ja schon Stufe 5 ist, auch die Stufe 5 Fähigkeit tatsächlich nutzen kann. Vielleicht ist es im nächsten Video schon soweit. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ihr die Besten seid, weil ihr bestimmt schon abonniert habt und kommentiert und geliked und alles. Und das finde ich super. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin der Fabian. Bis dann.